Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute, Materielles. Ja, wenn Sie Ihr Materielles anschauen, wo leben Sie? Leben Sie in einer Einzimmerwohnung, zwei-, Dreizimmerwohnung, Penthouse? Leben Sie in einem kleinen Reihenhäuschen? Leben Sie in einer großen Villa? Leben Sie in einem Schloss? Was für Autos fahren Sie? Wie fahren Sie in Urlaub? Leben Sie dort in Fünf-Sterne-Hotels oder eher auf dem Campingplatz? Ja, wie schaut es aus mit Ihrem Materiellen? Über eines müssen Sie sich im Klaren sein. Materielles ist da für wen? Für jeden Menschen, der das möchte. Für jeden Menschen, der sich das holt. Und hier ist natürlich immer die Frage, was holen Sie sich? Jetzt können Sie natürlich hingehen und sagen, ja gut, ich würde mir gerne schon mehr holen, aber ich habe das Geld nicht dazu. Also kann ich Sie einfach nur einladen, lernen Sie, wie man zu Geld kommt, beschäftigen Sie sich mit den Erfolgsmechanismen und dann können auch Sie für sich alles Materielle in Ihr Leben holen, was für Sie wichtig ist, was Sie glücklich macht, was Sie inspiriert. Und ich kann Ihnen eines sagen, Materielles, da gibt es kein Ende. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Otto Normalbürger lebt immer in Mangel. Beim Otto Normalbürger ist immer alles zu Ende. Und das Geld ist meistens schon mit dem Monat zu Ende. Und hier müssen Sie endlich rauskommen aus diesem Dilemma, dass das Geld eben nicht zu Ende ist, dass das Geld überhaupt nie zu Ende ist, dass auch das Materielle nicht zu Ende ist. Und Sie können sehr, sehr wohl auch daran partizipieren. Nur solange Sie in Ihren alten Glaubenssätzen bleiben, wird sich gar nichts tun. Und wenn Sie jetzt diesen Videoclip anschauen und denken, was ist denn das für ein Schwachsinn, kann ich Ihnen eines sagen. Ja, Sie haben völlig recht aus Ihrer Sicht. Das ist ein ganz, ganz großer Schwachsinn, weil Sie eben nicht im Materiellen leben. Würden Sie im Materiellen leben, würden Sie sagen, ja genau, das stimmt. In diesem Sinne, passen Sie ganz, ganz gut auf sich auf. Tschüss, bye bye, Ihr Ernst Krammeri.